Melissa? Was ist los? Oh, hi, Leute. Ich habe gerade erfahren, dass Sie die alte Bessie zerstören wollen. Ich hoffe, die alte Bessie ist keine Person. Nein, das ist die alte Uhr auf dem Marktplatz. Die Uhr heißt Bessie? In dieser Stadt hat alles einen Namen. Diese Bushaltestelle heißt Steve. Der volle Name lautet Steven. Du scheinst wegen der alten Bessie wirklich traurig zu sein. Naja, sie gehört für mich zur Familie. Sie wurde von meiner Urgroßmutter gebaut, Abigail Chase. Deine Urgroßmutter war eine Uhrmacherin? Nicht nur eine Uhrmacherin, sondern eine waschechte Erfinderin. Sie erfand eine frühe Form der SMS. Und wie der Elefant in meinem Pyjama kam, werde ich nie herausfinden. Obwohl ich sie nie kennengelernt habe, fühle ich mich meiner Urgroßmutter verbunden. Ich bin immer so stolz, wenn ich an dieser Uhr vorbeilaufe. Ich kann nicht glauben, dass Sie die Uhr einfach abreißen dürfen. Ist sie nicht ein historisches Wahrzeichen? Ja, aber das Grundstück wurde letztes Jahr an einen Investor verkauft. Das Grundstück heißt Reginald. Dem Gesetz nach kann der neue Eigentümer die Uhr abreißen, wenn sie aufhört zu funktionieren. Tja, die Uhr hat gestern um 5 aufgehört zu ticken und wird sie bis heute Abend nicht repariert. Gute Nacht, Bessie. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Ihr würdet mir helfen? Wie altmodisch, nett. Wir haben heute nur bis 5 Uhr Zeit, um die alte Bessie zu reparieren. Glücklicherweise haben wir etwas Hilfe. Erinnert ihr euch noch an Clyde? Hey Milo! Hey Zack! Clyde Rickenbacker? Du kannst Uhren reparieren? Nun, wir sind seit Stunden dabei und sie funktioniert immer noch nicht. Offensichtlich also nicht. Milo, Zack, es ist so schön, euch zu sehen. Ach, Kit muss deinen Roboter riechen. Hey, warte! Ich bin so froh, euch zu sehen. Aber ich bin noch nicht froh, weil sie vielleicht die alte Bessie abreißen. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, die Uhr rechtzeitig zu reparieren. Ich kapier's nicht. Wer würde ein Grundstück mit einer Turmuhr draufkaufen, nur um die Uhr dann abzureißen? Ich würde das tun. Ein Moment. Eine dumme, winzige Tür hat meinen Auftritt ruiniert. Victor Verlieser. Milo. Entschuldige, wie war der Nachname noch? Murphy. Ach ja, richtig. Milo Murphy. Victor, warum willst du denn die alte Bessie zerstören? Oh, Clyde, diese alte Uhr steht dem Fortschritt auch nur im Weg. Und dieser Fortschritt heißt die V-Uhr. Sie ist WLAN-fähig, geht auf die Millisekunde genau. Und das Beste ist, die Stadt muss mich jedes Jahr für ein Upgrade der Betriebssysteme bezahlen. Oder die Uhr verwandelt sich in einen gigantischen Killer-Roboter. Wenn die Uhr heute um 5 Uhr nicht schlägt, heißt es Gute Nacht, Bessie. Und Hallo, V-Uhr. Den Typen mag ich echt nicht. Ich habe Milo noch nie so wütend gesehen. Ich schon. Einmal als Eichhörnchen sein Sandwich klauten. Was wollen Eichhörnchen mit Thunfisch, dem sie in der Natur nie begegnen? Ist doch absurd. Milo ist mit Recht sauer. Victor darf nicht gewinnen. Stimmt schon, aber wir versuchen seit Stunden, dieses alte Relikt zu reparieren. Ich weiß nicht, was wir noch tun sollen. Wir können nicht mithalten.